Jetzt am Wort ist Rudolf Silvan von der SPÖ. Es gibt eine Analyse dazu. Ich möchte nur eines vorweg sagen. Ich habe 1986 auf 87 meinen Präsenzdienst in Baden bei Wien in der Martinek-Kaserne absolviert. Sie werden sie kennen wahrscheinlich. Die steht seit 2012 leer. Da können Sie nichts dafür, logischerweise. Und ich sage das deswegen, weil es an 400 Arbeitsplätze verloren gegangen. Es ist ein Teil der Infrastruktur des österreichischen Bundesheeres verloren gegangen. Und es, glaube ich, sehr, sehr Vorsicht geboten, hier weitere Maßnahmen in diese Richtung zu setzen, damit man Liegenschaften veräußert. Wir haben uns zur umfassenden Landesverteidigung verpflichtet. Das österreichische Bundesheer braucht die Liegenschaften zur Unterbringung, zur Garagierung, zur Lagerung, zur Ausbildung, zu Übungen und zu Milizeinsätzen. Und dass eventuell die Bundesimmobiliengesellschaft diese Liegenschaften veräußern soll und die Erlöse nicht dem Bundesheer zukommen, sondern dem Finanzministerium und das Bundesheer wieder Bittsteller sein soll, das verstehen wir aus sozialdemokratischer Sicht nicht. Das österreichische Bundesheer leidet seit seinem Bestehen an chronischer finanzieller Unterversorgung. Und ich sage mal so jetzt, und das soll nicht polemisch sein, es ist Fakt, wenn 210 Millionen für Regierungsmarketing bereitgestellt werden, ist es doch möglich, dass auch Geld für die Infrastruktur und für die Liegenschaften des österreichischen Bundesheer bereitgestellt werden. Wir sagen von sozialdemokratischer Seite nicht verkaufen, sondern investieren und das Bundesheer attraktivieren. Dankeschön. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete. Das österreichische Bundesheer leide seit seinem Bestehen an chronischer Unterfinanzierung. Das ist der Befund von Rudolf Silvan von der SPÖ.